Als Gris verstummt und ihre Welt in tausend Stücke zerbirst, fällt sie sprichwörtlich aus allen Wolken und verliert ihren gesamten Lebensmut. Im gleichnamigen Indie-Adventure begleitet ihr die junge Frau nun auf der Suche nach ihrer verlorenen Stimme und setzt alles daran, ihre grau gewordene Welt wieder mit neuer Hoffnung einzufärben. Zugegeben, nach einer eindeutigen Handlung sucht man im gesamten Spielverlauf vergeblich. Gris emotionale Reise durch die fünf Phasen der Trauer nach Elisabeth Kübler-Ross, also das Leugnen, der Zorn, das Verhandeln, die Depression und schließlich die Akzeptanz, wird euch nämlich nicht in Wort oder Schrift erklärt, sondern bestenfalls mit Hilfe diverser Symbole vermittelt. Auf diese ungewöhnliche Form des eigenverantwortlichen Storytellings muss man sich zweifellos einlassen können. Wem das jedoch gelingt, der darf sich auf ein tiefgreifendes Erlebnis freuen, das auch noch nach Spielende zum Nachdenken anregt. Oberstes Ziel ist es, Gris einen Weg zurück ins Firmament zu bahnen. Dafür sammelt ihr Sterne ein, die sich an bestimmten Stellen zu Sternbildern verbinden. Trotz des linearen Leveldesigns fühlt ihr euch zu keiner Zeit eingeschränkt. Vielmehr wisst ihr stets, wohin es als nächstes geht und lauft daher kaum Gefahr, euch zu verirren. Eure Reise durch die unterschiedlich gestalteten Abschnitte fühlt sich daher sehr natürlich und nicht zuletzt dank der einwandfreien Steuerung angenehm flüssig an. Nach und nach erlernt Gris, oder besser gesagt ihr Kleid, hilfreiche Fähigkeiten, die bei den diversen verstreuten Rätselchen zum Einsatz kommen. So bringt Gris im späteren Spielverlauf etwa mit ihrer zurückgewonnenen Stimme ihre Umgebung zum Blühen. Oder sie verwandelt sich in einen Steinblock, um durch bröckelige Böden zu brechen. Die Rätsel sind zwar durchaus kreativ, bringen euch jedoch kaum ins Schwitzen. Das ist in Anbetracht der interessanten Fähigkeiten wirklich schade. Andererseits erhebt das Indie-Adventure auch gar nicht den Anspruch, besonders herausfordernd zu sein. Zu kämpfen oder zu sterben ist etwa überhaupt nicht möglich, auch wenn ein paar Spielabschnitte den Eindruck erwecken, ihr befindet euch in Gefahr. Alles in allem herrscht in Gris demnach ein akuter Gameplay-Mangel, den man in Anbetracht der beispiellosen Ästhetik jedoch verschmerzen kann. Gris ist nämlich ohne Frage ein ausgesprochen bild- und tonstarkes Spiel. Die Aquarelloptik ist einfach nur wunderschön und kommt sowohl auf dem PC als auch auf den Nintendo Switch hervorragend zur Geltung. Dank einer einwandfreien Performance könnt ihr die abwechslungsreich gestaltete Spielwelt ruckelfrei genießen und dabei der erstklassigen musikalischen Untermalung lauschen. Kopfhörer sind hier auf jeden Fall ein Muss. Bei dieser gelungenen und wirklich atmosphärischen Mischung verschlägt es nicht nur der lieben Gris die Sprache. Rund 4 Stunden dauert die Suche nach den verlorenen Sternen. Wer bis dahin noch immer nicht alle Sammelobjekte gefunden und Errungenschaften freigeschaltet hat, kann sich noch einmal auf den Weg machen und die Levels einzeln ansteuern. Gris Fähigkeitenrepertoire wird dabei an den jeweiligen Handlungsfortschritt angepasst. Kehrt ihr also in den ersten Teil des Spiels zurück, ist die Welt wieder grau und eure einst starke Protagonistin hilf- und kraftlos. Einen besonders hohen Wiederspielwert besitzt das Indie-Adventure dadurch leider nicht. Wer sich an der überschaubaren Spieldauer jedoch nicht stört, findet in Gris ein äußerst ton- und bildstarkes Erlebnis, das ohne Frage mehr Kunst als klassisches Spiel ist. Jetzt sind wir auf eure Meinung gespannt. Bietet das Indie-Adventure zu wenig Gameplay oder ist Gris ein rundes Erlebnis? Schreibt es uns in die Kommentare. Weitere News und Reviews zu euren Lieblingsspielen findet ihr auch auf pcgames.de.